Das zweite Panel widmet sich dem Thema sich das Vertrauen erarbeiten. Unternehmer, Unternehmerinnen berichten über ihre Erfahrungen. Sich Vertrauen erarbeiten ist ein sehr langer Prozess. Man braucht sehr lange, um das Vertrauen eines anderen Menschen zu gewinnen. Vertrauensbildende Maßnahmen müssen sehr lange wirken, bis man wirklich das Vertrauen eines anderen Menschen gewonnen hat. Aber man kann dieses Vertrauen, das man über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, innerhalb von Sekunden zerstören. Beispiele wie TEPCO, wie BP zeigen das, dass man Vertrauen sehr, sehr schnell auch zerstören kann. Und wir haben im vorigen Panel auch über die Vertrauenskrise in Wirtschaft, in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft, auch in der Politik gesprochen. Diese Kapitalismus-Schelte, die wir sozusagen tagtäglich in den Zeitungen lesen, Wall Street-Proteste und so weiter. Das alles war auch Anlass, dass wir uns auch auf Ebene von Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Vertrauen entsteht meiner Meinung nach durch Authentizität und erlauben Sie mir diese Metapher, das Vertrauen ist das Erdöl dieser Dienstleistungsgesellschaft einer modernen Welt und für den Erfolg von Unternehmen sehr wichtig. Erdöl war sozusagen das letzte Jahrhundert, das schmutzige Zeitalter und jetzt haben wir ein Zeitalter des Vertrauens. Aber derzeit, und jetzt muss ich die Metapher wiederverwenden, fehlt dieser Schmierstoff Vertrauen in der Finanz und auch zunehmend in der Realwirtschaft und darüber sollten wir uns auch unterhalten. Mit wem wollen wir uns unterhalten? Das ist als einleitendes Statement die Frau Dr. Karin Gastinger von PricewaterhouseCoopers und ich möchte dich, Karin, um ein kurzes Einleitungsstatement bitten und ich bin schon gespannt auf deine Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstens einmal recht herzlichen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Im Programm steht ja die Frau Eva Geiblinger drinnen, die die Präsidentin von Transparency International, die leider verhindert ist. Und ich wurde gebeten, hier kurzfristig einzuspringen für die Frau Geiblinger, was ich natürlich sehr, sehr gerne mache. Sie werden sich wundern, was macht die Karin Gastinger im Nachhaltigkeitsbereich. Viele von Ihnen kennen mich doch von anderen Positionen, also von einer anderen Position, werden vielleicht auch wissen, dass ich schon Jahre davor im Umweltbereich tätig war und hier mit dem Bereich Nachhaltigkeit schon Mitte der 90er Jahre zu tun gehabt. Das war damals noch sehr stark in der Vorbereitungsarbeit für unsere Landespolitiker. Da haben wir so Nachhaltigkeitskonferenzen für die Umweltlandesräte organisiert und anderen haben wir auch in den Kärnten ausgeführt. Es war damals noch sehr stark umweltlastig, klarerweise, logisch, also Mitte der 90er Jahre hatte das im Grunde genommen alles mit Umwelt begonnen, war natürlich auf Landesebene natürlich auch sehr stark raumordnungslastig, aber im Laufe der letzten Jahre hat sich das doch alles ziemlich geändert, muss ich feststellen, Gott sei Dank. Und wie schaut es jetzt aus? Jetzt bin ich bei PricewaterhouseCoopers, leite dort die Sustainable Business Solutions und in dem Zusammenhang begleiten wir auch viele Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitskonzepte. Und ich möchte Ihnen heute wirklich einen ganz kurzen Überblick über meine Position zu diesem Thema geben, das bitte auch zu verstehen als Diskussionsanleitung für die Anregung für die weitere Diskussion. So habe ich das auch aufgebaut. Und was mir wichtig ist, ganz am Anfang auch zu sagen, ist das, dass wir natürlich alle diese herkömmliche Definition von Nachhaltigkeit, das haben Sie ja vom Vormittag schon gehört, das kennen wir natürlich alle. Ist eh ganz klar, unternehmerisches Handeln soll unter Berücksichtigung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte entlang der eigenen Wertschöpfungskette erfolgen. Im Grunde genommen klingt das ungemein einfach, das tun wir doch alle, oder? Im Grunde genommen, das machen wir doch alle tagtäglich in unserer Arbeit, das berücksichtigen wir doch alle. Aber de facto, wenn ich jetzt und Sie hier fragen würde, und Sie jetzt sage, was bedeutet das für Sie, was bedeutet das für Sie, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir, so, weil ich glaube 70 Teilnehmer sind wir hier, dass wir 70 unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema finden werden. Und das ist aber auch genau das Richtige und das ist auch wichtig. Nur aber auf der anderen Seite, was aber auch genauso wichtig ist bei dem Thema ist, dass wir jetzt in den letzten Jahren meines Erachtens schon langsam auch Gefahr gelaufen sind, dass dieses Thema total verwässert wird.
Es geht hier wirklich auch viel um Greenwashing, vor allem auch was viele Unternehmen jetzt betrieben haben. Ich sehe das auch oft, wenn wir zu Unternehmen kommen, auch wenn die CSR-Manager, viele Unternehmen haben jetzt schon eigene CSR-Manager, und wenn sie sich überlegen, wo diese sitzen, dann werden sie vielfach feststellen, die sitzen im Marketing, die sitzen in Investor Relations, die sitzen in den seltensten Fällen tatsächlich dort, wo sie hingehören, nämlich direkt als Stabsstelle beim Vorstand. Als Assistenz des Vorstandes, die von Beginn an die gesamte Strategie und alles mitbearbeiten dürfen in den Unternehmen. Und solange diese Entwicklung noch so ist, besteht leider meines Erachtens jetzt wirklich noch die Tendenz, dass wir hier so Behübschungsaktionen jetzt in der Wirtschaft tatsächlich jetzt noch haben. Was mir genauso fehlt in der Privatwirtschaft, oder in der Wirtschaft, aber das ist nicht nur in der Wirtschaft, auch im öffentlichen Sektor, weil ich Wolfram Tertschnik da gesehen habe. Auch im öffentlichen Sektor, aber ich glaube, auch da spreche ich dir aus der Seele. Es ist so, dass wir hier, was ich vermisse, ist dieser systematische Zugang auch in den Unternehmen. Viele Unternehmen haben hier in Einzelbereichen Ansatzpunkte. Teilweise gehen sie in Richtung Philanthropie. Viele von ihnen machen auch soziale Projekte, sehr sinnvolle soziale Projekte, gar keine Frage. Selbstverständlich beschäftigen sie sich mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden, mit ihren Lieferanten, haben wesentliche Umweltaspekte im Radar. Nur was mir vielfach fehlt, ist dieser systematische Zugang zu den Handlungsfeldern, die sie in ihren Unternehmen auch tatsächlich vorfinden. Weil das ist auch für mich sehr eng gekoppelt mit dem Bereich Risikomanagement. Für mich gehört auch das Thema Nachhaltigkeitsmanagement dezidiert in ihr Risikomanagement. Das soll nicht sein, was eine Parallelorganisation ist, was sie praktisch so daneben fahren und leisten, und soll dann CSR-Manager in der Kommunikation und wunderbar bebilderte Berichte. Gell? Aber die Risiken, die tatsächlich, oder die Chancen, die im Grunde genommen auch sehr eng mit diesem Nachhaltigkeitsmanagement, wenn man systematisch aufsetzt, verbunden sind, sollen nicht in einer Parallelwelt praktisch jetzt behandelt werden und möglicherweise nur von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die im Grunde genommen kaum Einfluss nehmen können auf irgendwelche strategischen Entscheidungen im Unternehmen, sondern eben in dieser Parallelwelt. Und solange das nicht angekommen ist, dass die Themen, die Sie als Handlungsfelder individuell für Ihre Organisation herausgefunden haben im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsmanagement, solange das nicht auch tatsächlich verankert ist in Ihrer Unternehmensstrategie, in Ihrem Risikomanagement und Sie auch entsprechende Prozesse dafür aufgebaut haben, dass diese Kennzahlen, dass die Ziele auch tatsächlich erreicht werden, dass Sie Kennzahlen haben, dass sie das auch messen können, dass sie Controlling haben, dass sie auch mit diesen Themen steuern, je nachdem, was ihre Relevanz ist in ihren Bereichen, in ihren Unternehmen, solange wird dieses Thema noch sehr an der Oberfläche bleiben. Sondern bei den Systemen und Prozessen, aber ganz ein wichtiger Punkt sind für mich die Führungskräfte. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, solange die Führungskräfte, Sie als Führungskräfte, wir haben ja sehr viele Führungskräfte hier unter uns sitzen, solange Sie als Führungskraft nicht wirklich von Ihrer tiefsten Überzeugung den Sinn und den Nutzen dessen, was Sie hier machen oder was Ihre CSR-Manager machen, tatsächlich leben und auch unterstützen und wirklich leben wollen, wird das auch in Ihrem Unternehmen nicht wirklich greifen. Dann wird es an der Oberfläche bleiben und das ist schade drum. Weil dann können Sie den besten CSR-Manager oder die beste CSR-Managerin in Ihrer Organisation haben. Es wird Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen nicht wirklich weiterbringen. Wir müssen das Thema als Chance sehen und wir müssen dieses Thema auch tatsächlich jetzt nicht nur bei den Systemen und bei den Prozessen, aber auch bei den Führungskräften wirklich so verankern, dass es einfach automatisch wird, dass man diese Aspekte, ganz egal ob das jetzt Umweltaspekte sind, was weiß ich, Energieeffizienz, Sie kennen die Themen, Abfallmanagement bis hin auch zur Produktion der unterschiedlichen Güter, die sie vertreiben, solange wir das nicht einfach mitdenken, automatisch mitdenken und nicht jetzt nur den ökonomischen Teil in unserer Wertschöpfungskette betrachten, wird dieses Thema nicht ankommen in den Unternehmen. Wir sind jetzt in einer Umbruchzeit, das stelle ich fest. Das Thema ist wahrscheinlich wohl auch bedingt durch die Vertrauenskrise, die wir jetzt gerade wieder erleben, auch mit dem, dass wir nicht wissen, wie es mit unserem Euro weitergeht, wie man mit den Staatsschulden umgeht, und sonst wird man schon die Luft eng. Es ist schon sehr belastend jetzt auch, vor allem wenn man einen Sohn hat, ja, einen 5-jährigen Sohn, wie viele von Ihnen vielleicht wissen, da denke ich mir dann schon,
das ist schon eine Wahnsinnszeit, in der wir jetzt leben, weil ich würde meinem Sohn auch wünschen, dass er eine Gesellschaft, Unternehmen und eine Umwelt vorfindet, so wie ich sie ja vorgefunden habe, und die womöglich noch besser wird oder zumindest nicht schlechter wird. Das wäre das, was ich mir wünschen würde für meinen Sohn. Aber nur das, was wir ja wirklich brauchen, ist Vertrauen. Und Vertrauen kann man nur mit Menschen gewinnen. Sie können schon in einer Organisation auch vertrauen und so weiter. Das ist schon ganz wichtig. Sie brauchen die Organisation als einen Pfeiler. Aber auf der anderen Seite geht es um uns Menschen. Und das dürfen wir nie vergessen. Auch die Wirtschaft, das sind wir Menschen, die wir in der Wirtschaft arbeiten. Und ich glaube auch, meine Kollegen, die immer dann am Boden mit, wo wir gemeinsam am Podium sitzen, der Erfolg dieser Unternehmen ist sehr stark auch verbunden mit den Menschen, die hier dieses Thema vorangetrieben haben. Und nur wenn wir selbst glaubwürdig und authentisch sind, dann wird es uns auch gelingen, dieses Thema ein Stück weit weiterzutreiben in Österreich. Und ich glaube auch, und ich bin jedem Einzelnen von Ihnen dankbar, dass Sie Freitag und Samstag hier mit uns in Reichersberg sind oder hier in Reichersberg sind, weil für mich ist das ein gutes Zeichen, nämlich dafür, dass es ja auch viele Menschen gibt, die dieses Thema wirklich ernst nehmen, die auch bereit sind, ein Wochenende praktisch zu opfern, und dass wir hier dieses Thema im Rahmen der Diskussionen und im Rahmen dessen, was wir heute noch alles besprechen werden und natürlich auch morgen mit dem Bereich Konsumenten, dass wir alle bereit sind, hier ein Stück weit des Weges gemeinsam zu gehen und hier dieses Thema wirklich ernsthaft und nicht wischiwaschi, wie wir in Kärnten sagen, sondern ernsthaft weiterzutreiben. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Diskussion. Danke. Danke vielmals. Ich möchte mich diesen Worten nur anschließen und auch den Namen hier weitergeben und nochmals unterstreichen. Wie Kurt Oberholzer schon gesagt hatte, es geht hier um einen Dialog, und einen Dialog wollen wir zuerst mit dem Podium gemeinsam führen und dann auch Sie einladen, sich an diesem Dialog zu beteiligen. Ich möchte die weiteren Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen auf die Bühne bitten. Als erstes kommt Dr. Johann Grünberger, als Vorstandssprecher der Oberösterreichischen Ferngas-Aktiengesellschaft. Danke fürs Kommen. Frau Adele Wiegel von Unternehmen Spielzeug Schachteln, Eigentümerin des Spielwarenfachgeschäftes in Salzburg, vielen von Ihnen bekannt. Mehrere Details wird uns Frau Wiegel selbst erzählen. Dr. Hartmut Müller vom Unternehmen Bosch Deutschland, ehemals, wo ist der Herr Dr. Müller? Ah, hier sind Sie. Kurzer Applaus für Sie auch. So, Doktor, darf man nicht mehr sagen, in Deutschland ist es nicht mehr so. Aber für 20.000 Euro können Sie das weiter verwenden. Frau Stefanie von Rüden, MAS, oder was ist das? MSC, damit die Titel richtig sind, wir sind in Österreich, MSC, vom Unternehmen Richter Pharma AG. Karin Gasting hat schon erwähnt, Transparency International musste sich kurzfristig entschuldigen. Es gibt einen Zwischenfall im Süden von Sudan und deswegen mussten die hier einspringen und haben erst am Sonntag abgesagt. Danke auch für dein Einspringen. Herr Dr. Grünberger, lassen Sie mich gleich bei Ihnen beginnen. Mich interessiert einerseits als Ferngas, oberösterreichische Ferngas, Sie sind ja ein großes, renommiertes Unternehmen, und haben Schlagzeilen insofern gemacht, dass Sie als erstes österreichisches Unternehmen nach der ONR, einer österreichischen ON-Regel sozusagen, 19.250 oder 19.250 zertifiziert sind. Das ist ein Ableger der ISO 26.000, ein Leitfaden für gesellschaftliche Verantwortung. Mich interessiert, was waren die Beweggründe, dass sich die oberösterreichische Ferngas entschlossen hat, diesen Weg zu beschreiten? Und was ist es für einen Unterschied zu einem Nachhaltigkeitsbericht? Und vielleicht noch die Frage, braucht man sozusagen ein Zertifikat, um vertrauenswürdig zu sein? Ich frage gleich beim Letzten an. Man braucht sicher kein Zertifikat. Das ist keine Frage, wenn man das lebt, glaubwürdig nach außen auch darstellen, dann brauche ich kein Zertifikat. Okay, aber um das auch wirklich zu dokumentieren,
und andere mehr oder weniger auch anzuspornen, diesen Prozess zu gehen. Da ist, glaube ich, notwendig, auch das zu tun. Wir haben die große Chance gehabt, das als erste im deutschsprachigen Raum umsetzen zu können. Und dann komme ich jetzt zu der nächsten Frage, wieso? Wir sind ein Unternehmen, nützen fremde Grundstücke, 5200 Kilometer Leitung haben wir in Oberösterreich, fährt Graben auf Deutsch gesagt. Und da greifen wir natürlich in fremdes Gut ein, ob das öffentliches oder privates Gut ist. Und um das reibungslos zu machen, muss man entsprechend schon in der ersten Planungsphase mit allen, dem modernen Wort, Stakeholdern in Kontakt treten. Dann hat man keine Probleme. Also wir haben über 10.000 mehr oder weniger Duldungsrechte in unseren Büchern und haben ganz wenige Enteignungen. Ja, das heißt, der Dialog muss da sein, die Betroffenen, ob es die Politik ist oder der Grundeigentümer, der muss Vertrauen zum Unternehmen haben. Das, was er erzählt, was er tut, wie er es umsetzt, das muss glaubwürdig sein. Und das müssen Sie vom ersten Meter, den Sie tun oder graben, bis zum letzten machen. Sonst haben Sie Probleme. Man sieht es in anderen Infrastrukturbereichen, wo Sie keinen Meter Leitung mehr bauen können. Bei uns gibt es keine Probleme, weil wir fair informieren, weil wir offen auf alle zugehen und weil wir auch das, was wir machen, auch leben. Auch ständig, jeden Tag entsprechend uns so verhalten, sonst hätten wir diese Leistung nicht geschafft. Wir sind in der Netzgesellschaft 176 Mitarbeiter und machen das über 50 Jahre für unsere Eigentümer, für die AG, die ich auch vertrete, zum, sage ich jetzt einmal, großen Wohlgefallen, weil es wenig Probleme im Konzern gibt. Wir haben uns dem Thema gewidmet, weil wir schon sehr, sehr viel gemacht haben. Wir haben 2003 mit einem Nachhaltigkeitsbericht nach dem damaligen Standard begonnen. Wir haben hier im Vordergrund die Umweltthematik, wir haben den sozialen Aspekt und natürlich auch den ökonomischen Aspekt. Wir haben das nicht als getrennte Säulen gesehen, sondern das hat alles ist ineinander verwoben. Das muss man gemeinsam betrachten. Wir haben entsprechend das auch schriftlich niedergelegt. Wir haben uns extern von den Maßnahmen, die wir uns fürs Geschäftsjahr gesetzt haben, auch begutachten lassen. Nicht nur so, man schreibt was hin und liest so und so keiner. Ja? Nur, dass er halt ein Papier in der Hand hat oder eine Broschüre, das ist nicht glaubwürdig. Das würde dem widersprechen, was ich vorher gesagt habe. Ja? Und das machen wir jetzt seit 7 Jahren. Und jetzt kam die Möglichkeit hier nach OMR 192.500 auch zertifiziert zu werden. Okay. Und das ist, darf man nicht verwechseln. ISO 26.000 ist nicht zertifizierbar, ist verifizierbar. Das ist in der Presse falsch rübergekommen. Wir haben gleich am nächsten Tag x Mails gekriegt, was ihr da erzählt, das stimmt ja gar nicht. Aber ich kann die Presse nicht die Hand führen, was sie schreibt. Wenn sie das so schreibt, dann ist es halt draußen. Aber wir haben es korrekt gemacht. Und zwar deswegen haben wir zertifiziert werden können, weil einige Tage vorher das in Kraft getreten ist, die ONR 192.5, die war natürlich so getimt, weil das ist ein Jahr schlau, oder? Gut. Und das Thema war für uns der nächste Schritt. Jetzt haben wir dieses Thema Nachhaltigkeit. Was wird in der ISO verlangt? Und ich bin überzeugt gewesen, dass wir uns noch verbessern können. Es gibt noch Punkte, die wir nicht bedacht haben, die ich werde dann am Anschluss noch auch darlegen, weil wir sind auch ein Unternehmen, das fair, offen kommuniziert. Und das war ein ganz spannender Prozess. Wenn es lang wird, unterbrechen Sie mich. Ich will da nicht irgendwo den anderen die Zeit stehlen. Wir sind draufgekommen im Prozess der ISO. Wir haben uns natürlich auch extern begleiten lassen, dass wir sehr viel leben, aber wesentliche Teile nicht dokumentiert haben. Werte, Kultur, ja, das wird gelebt
Und das war eine schöne Gelegenheit, einmal zu schauen, wie wird das überhaupt bei den Führungskräften und bei allen 176 Mitarbeitern gesehen. Wie sehen Sie das, was wir an Werten leben? Wie stark ist das wirklich ausgeprägt? Das ist abgefragt worden. Jeder Mitarbeiter hat da gesagt, da haben wir ein Defizit, dort sind wir super, dort sind wir gut, da können wir es noch weiterentwickeln. Das ist ein ganzer... Und dann wird es auch mitgetragen. Ja? Und ganz wesentlich ist, Sie haben es Gott sei Dank schon angezogen, wenn der Chef nicht dahinter steht, wenn die Führungskräfte das nicht mittragen, dann können sie diese Übung zwar machen, aber es wird nicht weiterentwickelt, es wird ihnen nicht abgenommen und sie haben mehr Schaden als Nutzen, wenn sie dann sagen, schau, ich habe das. Aber man kommt drauf, Wasser predigen, Wein trinken, das geht nur kurze Zeit schief. Und dann darf ich noch mich bei einer Dame bedanken, weil die Chance habe ich jetzt. Sie ist meine Assistentin, die Frau Magister Langbauer, ist CSR, ISO-Beauftragte und alle Themen, das macht sie als Assistentin. Das ist für uns so verankert, das ist auch im Leitfaden so drinnen und daher hat es dann Applaus verdient. Dankeschön. Sie haben mir dieses Denken vorweggenommen, weil ich wollte sozusagen Ihre CSR-Expertin sozusagen erwähnen und das direkt auch beim Vorstand angeschaut. Die Chance habe ich genutzt. Die Chance hat sie mir weggenommen. Herzlichen Dank und möchte gleich weitergehen zu Herrn Diplom-Ingenieur Müller. Sie waren in dem ISO 26000 Prozess seit Beginn an dabei. Sie kennen sozusagen jedes Pünktchen, jedes Komma, das da verändert worden ist. Und da ist ja festgelegt worden, das ganze Ding soll nicht zertifizierbar sein. Jetzt hat die österreichische Normenlandschaft doch ein Produkt erzeugt, das ziemlich ähnlich ist. Und jetzt ist es zertifizierbar. Wie stehen Sie dazu? Braucht man ein Zertifikat, um Vertrauensbildung bei Konsumenten, bei anderen Stakeholdern zu erzeugen? Wenn ich jetzt bösartig sein würde, Herr Schneider, oder ins Kabarettistische abgleiten wollte, dann würde ich jetzt sagen, ich habe es eben schon mal im kleinen Kreis oder gegenüber drei Zuhörern gesagt, wer in der Eingangshalle nur so weiße Wände hat wie da hinten, kann sich ein Zertifikat geben lassen, zwei Urkunden und dann die in der Eingangshalle aufhängen und dann wird jeder, der ins Haus kommt, das lesen. Aber jetzt Spaß beiseite. Natürlich kann sich jeder, was seine Leistung angeht, durch Second, also durch Kontrolle, verifizieren lassen oder durch Third Party, durch Dritte überprüfen lassen und sich das bestätigen lassen, wenn es dafür einen entsprechenden, Sie hat es so schön gesagt, what you can measure, nicht? Das kann man eben auch managen und verifizieren, wenn es das gibt, warum nicht? Es ist immer eine Frage, ob der Einzelne das will. Um das ganz klar zu sagen, ich war auch nie so fanatisch zu sagen, wir wollen keine Zertifizierung. Wo ich aber dazu stehe und dazu stehen kann, ohne Probleme, ist die Norm, wie wir sie mit 149 Seiten nur am Rande vorliegen haben in der deutschen Sprache, gemeinsam Deutschland und Österreich übersetzt. Es waren schöne Zeiten in Wien und in Berlin, die wir verlebt haben. Aber an acht anderen internationalen Standorten übrigens auch. Also ich war dann in Sydney und Santiago und in Wien war ich übrigens auch mal wunderschön, aber das nur am Rande. Tatsache ist die, wenn es darum geht, kein Thema. Es gibt aber, und jetzt muss ich einfach aus der Sicht der deutschen Wirtschaft sprechen, nach wie vor, das ist sehr nachhaltig, Menschen, Einzelne, aber auch Unternehmen, die massiv, und ich muss leider jetzt erstmal das Englisch wieder sagen, we chase the misuser, das Original von der Webpage dieser Leute, we chase, die jagen die Misuser, das quält ihnen auch nicht, Frau Köstinger, ne? Wenn man sowas sagt. Nein, es würde ja, bösartig nicht, aber spaßig, es würde ihr Geschäft verderben, wenn das so wäre. Aber Tatsache ist die, das ist anmaßen und ist nicht zutreffend. Das möchte ich ausdrücklich sagen, sondern es ist immer die Form wie. Jetzt komme ich aber zur Praxis aus meiner Sicht als Boschler. Wir zertifizieren auch Elemente aus dem, was wir in 26.000 über diese 8 oder 7 Jahre niedergelegt haben. Warum? Weil wir ein Managementsystem haben, was, meine ich zumindest, einigermaßen, ich sage nicht perfekt, funktioniert. Wir müssen uns ständig verbessern. Wir sind ein Unternehmen mit über 300.000 Mitarbeitern,
über die ganze Erde verteilt und die Auffassung und die Vorgehensweise ist sehr unterschiedlich und wir müssen das nach wie vor immer wieder uns vor Augen führen, wie wir darauf eingegangen und reagieren. Und deshalb sind wir auch nicht so anmaßend zu sagen, wir sind weltweit, achten wir alle Menschenrechte, wenn ich im Einzelnen nicht dabei bin. Ich hatte vorhin ein Beispiel, die Firma Siemens, wenn die Kraftwerke in Kasachstan baut und wenn dann von dritter Seite gefordert wird, ihr müsst jetzt in Kasachstan dafür, Alma-Ata oder sonst wo dafür sorgen, dass da jetzt umgehend ein Gesetz eingeführt wird zur Achtung der Menschenrechte und alle Leute abgestraft werden, die dieses Gesetz missachten. Das ist ein bisschen übertrieben, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist nicht sehr praktikabel, was da gefordert wird, sondern die Realität ist eben eine andere. Die Firma Siemens lebt davon und macht davon auch die notwendigen Gewinne, dass sie Kraftwerke verkauft, Transmissionsleitungen und Ähnlichem. Und sie braucht angemessene Gewinne, um sich weiterentwickeln zu können. Jetzt komme ich zu einem Unternehmen wie Bosch. Wir brauchen ein offizielles Zertifikat auf der Basis oder ergänzend zum ISO 26000 nicht, weil Bosch, was gesellschaftliche Verantwortung, nicht CSR, was gesellschaftliche Verantwortung im weitesten Sinne, und bin Ihnen sehr dankbar, Herr Präsident Schmalz, dass Sie das so ins Allgemeine überführt haben, das ist ja gar nichts Neues. Unser Unternehmensgründer wäre dieses Jahr 150 Jahre alt geworden. Die Firma Bosch hatte in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Der Unternehmensgründer ist bekannt als der Rote Bosch. War ja eine durchaus, und das stammt nicht von mir, sondern von unserem ehemaligen ersten Präsident der Bundesrepublik, Theodor Heuss, der vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg schon die erste Bosch-Biografie geschrieben hat, der die 8-Stunden-Tag eingeführt hat, der ein Krankenhaus in Stuttgart gebaut hat, der den bei der Kanalisierung des Neckars Geld gespendet hat, der alles Mögliche getan hat, ich sage es nur am Rande, und der was getan hat, was heute nachhaltig noch wirkt. Er hat die Eigentumsrechte, aber zwischendurch auch mal eine AG. Nur hat er die so geschickt gestrickt, dass das nicht an der Börse gehandelt wurde, sondern er hat ja 49% der Aktien seinen leitenden Mitarbeitern gegeben. Und die haben, wie die Schwaben sagen, dann kräftig geschafft und unternehmensorientiert agiert und erfolgreich agiert. Das nur am Rande. Er hat aber zu Lebzeiten schon entschieden, dass wenn er stirbt, die das Kapital seiner Firma in eine Stiftung übertragen wird. Das haben seine Stiftungsumsätze nachher, später, erst nach dem Krieg, getan. Er hat aber damit nicht seine Familie enteignet oder ihnen das nicht zugetraut. Er hat ihnen ja Anteile gelassen. Das Schöne an unserer Stiftung ist, die ist Eigentümer mit 90% des Kapitals von ein paar Milliarden, jetzt, um einfach mal eine Größenordnung zu nennen, hat aber kein Stimmrecht, die Familie. Sie hat wohl ein Mitglied der Familie im Aufsichtsrat, einen sehr fähigen, engagierten, nachhaltig denkenden Menschen, Dr. Christoph Bosch, was ich wunderbar finde, weil ich ein bisschen mit dazu beitragen konnte, in meiner 33-jährigen Karriere bei Bosch ihn ein bisschen an die Materie ranzuführen. Aber er wusste das auch ohne mich, das nur am Rande. Vielleicht habe ich von ihm noch mehr gelernt. Das ist ein junger Mann, man kann von Jungen auch sehr viel lernen. Aber ich denke, wir haben das, was damals der Vater der Großvater von diesem Christoph Bosch uns quasi in die Wiege gelegt hat, hinterher auch weitergelebt. Mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, mal ein bisschen effektiver, mal ein bisschen intensiver, mal weniger intensiv. Aber die Grundlinie war immer, Bosch hat Ausbildung von jungen Menschen eingeführt, da gab es kein duales System. Wir haben Ausbildung von jungen Menschen in Indien, in Brasilien eingeführt, wir haben über 1000 Auszubildende in Indien, ohne duales System. Wir haben selbiges in Brasilien ohne. Wir binden die auch nicht ins Unternehmen und sagen, du musst uns 1000 Rupies zurückzahlen, wenn du jetzt hinterher uns verlässt. In China machen wir die Erfahrung, da läuft uns 3/4 der Ausgebildeten wieder weg, weil sie woanders deutlich mehr verdienen als bei uns. Mein Gott, das ist halt so. Das ist in Deutschland ähnlich. Aber Tatsache ist die, und was wir haben, und da komme ich auf das, was Sie gerade vorher gesagt haben und auch eingefordert haben, wir haben einen Vorsitzenden der Geschäftsführung, das ist der Herr Fehrenbach, ich darf den nennen, weil er vor kurzem noch Umweltunternehmer des Jahres war in Deutschland. Aber der Herr Fehrenbach war einer der wenigen, die zähle ich an dieser Hand ab, Unternehmensführer, wie man das so schön sagt, in Deutschland, der maßgeblichen, die sich in der Finanzkrise und zur Finanzkrise unmissverständlich geäußert haben, obwohl er übernächtigt war von einer zweitägigen und zweieinhalbtägigen Reise nach China und Japan an einem Stück, hat er der Zeit und im Handelsblatt und anderen Interview gegeben, hat unmissverständlich gesagt,
Ich sage mit meinen Worten, so kann es nicht weitergehen. Wenn wir weiter Erfolg haben wollen in Deutschland, in Österreich und in der EU, dann können wir das, was dort geschieht, nicht akzeptieren. Sowohl im Finanzsektor und in der Politik. Und da darf ich gerne das nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Haben wir eine Vertrauenskrise oder haben wir eine Verständniskrise? Und ich frage jetzt von meiner Seite, haben wir eigentlich beides? Ich will es an einem kurzen Beispiel machen. Gesellschaftliche Verantwortung gilt für alle Organisationen, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, für alle Organisationen, also auch in der Bildung. In Deutschland war es jetzt so, lebenlang habe ich gelernt, dreigliedrige Schulsysteme. Die Deppen bleiben, Entschuldigung, wenn ich das sage, die nicht so viel hier haben, bleiben unten. Grundschule, Hauptschule, die ein bisschen mehr können, eine Fremdsprache, Entschuldigung, meine Interpretation, dürfen Realschule besuchen. Und die fähig sind, Doktor zu werden, also Mediziner, Entschuldigung, die dürfen auch Abitur machen. So war die Denke bei uns. Bei uns war immer so, Abitur 1 war automatisch Mediziner oder Zahnarzt, warum auch immer, weil der Opa das schon war oder sonst was. Tatsache ist die, jetzt wird plötzlich gesagt, dass es auch andere Modelle gibt. Warum? Weil wir über 1 Million Menschen, die ganz andere Startvoraussetzungen haben als ein normaler Deutscher, weil die mit dem System nicht klarkommen, hat man gesagt, wir müssen was anders machen. Was macht unsere Bundeskanzlerin? Die sagt, jawohl, das machen wir, weg damit. Jetzt haben die anderen natürlich eine Verständniskrise. Die haben keine Vertrauenskrise und die haben eine Verständniskrise. Was will die eigentlich? Jetzt will die plötzlich ein anderes Schulsystem. Und in Baden-Württemberg, wo ich herkomme aus Stuttgart, die sind ja ganz fanatisch, ihr Schulsystem zu behalten. Dabei haben sie schon längst mit der Werkrealschule was anderes eingeführt, aber das haben die nicht so richtig gemerkt, manche anscheinend. Ja, ist es so. Die Werkrealschule haben sie gegründet. Und was machen wir jetzt mit der Realschule? Das ist eine Konkurrenz, ist eine Konkurrenz. Und die Hauptschule blutet aus. Das sind dann wirklich nur noch die Menschen, denen man nur intensivster Betreuung ein vernünftiges Bildungsniveau beibiegen kann, muss ich schon sagen. Aber jetzt will ich nicht ganz abschweifen. Ich wollte eigentlich sagen, das ist jetzt meine Art, es tut mir leid, Herr Schneider, ich höre jetzt sofort auf, weil ich, wie der Herr Präsident, ein Praktiker bin. Ich habe, ohne dass ich es wusste, gesagt, das ist ein Unternehmer und kein Großunternehmer, sondern ein kleiner und mittlerer Unternehmer, weil er so praxisbezogene Redensarten und Beispiele anführt. Nicht? Also so muss ich das auch sagen, ohne jetzt ihn schmeicheln zu wollen. Tatsache ist die, ich wollte ja zurück zu Bosch. Bosch ist es bisher gelungen, und jetzt zitiere ich nur wieder den alten Robby, so haben wir den immer genannt, das war dann so ähnlich wie die hinten die Figur in der Ecke, so ein Bronzeguss, und er hatte so einen breiten Scheitel gehabt, so ein bisschen. Und dann sind wir immer entlang gegangen, die war ganz blank, der Scheitel, weil die Hände sich immer gestreifelt haben. Sie haben viel mehr Haare als er, gerade viel mehr. Haben mich gestreifelt und gesagt, das ist der Robby, und kriegt wieder meine Streifen. Was ich sagen wollte, Robert Bosch hat authentisch gesagt, lieber Geld verlieren als Kunden verlieren. Und das war das ganz Entscheidende, als er Ware nicht ausgeliefert hat, lieber seinen Kunden zu der Konkurrenz hat gehen lassen und seine Leute ihm vorgeworfen, und jetzt musst du wieder Menschen ohne Arbeit, Freisetzung oder sonst irgendwas, aber lieber das als jenes, und die Menschen haben es eingesehen, weil langfristig spricht es für ihn. Wir setzen uns sogar manchmal gegen Mercedes-Benz, gegen VW oder BMW durch. Und das ist in der heutigen Welt, wo ist der Kollege Heim vom Einkauf, das ist in der heutigen Welt gar nicht so einfach. Letztes Beispiel, wenn Sie am Tag wie in Bamberg 1 Million Zündkerzen, 1 Million, produzieren, oder kommt ein Einkäufer und sagt, was willst du? 1 Euro, 10 Eurocent weniger. Dann hat jener 100.000 Euro sein Unternehmen gespart und wir haben keine Kostendeckung mehr, weil wir eine Auslastung haben müssen von 96-98% in hochautomatisierten Prozessen. Das nur als Beispiel. Und damit schließe ich, bitte um Entschuldigung und Nachsicht, wenn ich jetzt etwas abgeglitten bin. Ja, herzlichen Dank, Herr Diplom-Ingenieur. Das ist sehr interessant, was Sie da sagen. Und Applaus gibt Ihnen auch gleich. Jetzt wechseln wir zu einem Unternehmen, das noch älter ist als Bosch, und zwar das Unternehmen Richter Pharma. Das hat sich entwickelt aus einer Apotheke, die schon im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert gegeben hat. Aus dieser Apotheke hat sich dann ein Pharmaunternehmen entwickelt und ist heute mit rund 300 Mitarbeitern in Wels auf dem Sprung sozusagen, die Nachhaltigkeit CSR für sich zu entdecken. Stefanie, was waren die Motivationen, dass ihr gesagt habt, wir wollen diesen Weg beschreiten? Hat es interne
oder externe Stakeholder gegeben, die euch das nahegelegt haben mit vorsichtiger Motivation, mit Druck, mit Sticks, mit Stöcken oder mit Karotten? Was waren die Gründe? Nein, das sind keine Sticks oder keine Karotten gegeben. Zucker. Auch nicht. Auch keine Pillen. Es ist ganz einfach vom Geschäftsführer selbst gekommen. Es ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Der Herr Magister Florian Fritsch, eben der Geschäftsführer, lebt eigentlich selbst im Privatleben Nachhaltigkeit im Sinne. Und im Grunde genommen war das Unternehmen schon immer daran bedacht, nachhaltig zu handeln. Also sie haben ganz früher, wie man schon oft gehört hat, unbewusst eigentlich Maßnahmen eingeführt. Nur als Beispiel, wenn wir etwas versenden oder zu unseren Kunden bringen, nachdem wir Großhandel haben und sehr viel Logistik haben, wird das Ganze nicht irgendwie in Karton verpackt oder so, sondern es gibt sogenannte blaue Boxen, die wieder zurückkommen zu uns und zum nächsten Kunden kommen. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie keine Verpackung zu diesen Kunden, wo wir persönlich hinfahren. Also das sind einfach nur so kleine Beispiele, wo man sagt, okay, das Unternehmen hat schon immer irgendwas gemacht, um entweder für die Mitarbeiter, für die Kunden, aber auch für die Umwelt oder die Gesellschaft etwas zu tun, ohne eigentlich als CSR das Wort, die Abkürzung zu kennen, ohne an gesellschaftliche Verantwortung zu denken, sondern einfach, weil es für die logisch war, das so zu machen. Und aufgrund der Überarbeitung von unseres Umweltmanagement-Kapitels ist dann eigentlich der Chef zu uns gekommen und hat gesagt, da machen wir gleich mehr draus, da machen wir jetzt einmal ein bisschen was in Richtung CSR. Ich war zu dem Zeitpunkt noch ganz kurz erst in der Firma und nachdem ich mich in meinem Studium auch mit dem Thema beschäftigt habe, ist eigentlich das Projekt dann zu mir gewandert und wir stehen eigentlich jetzt ganz, ganz am Anfang von dem Ganzen, das heißt, ich bin nun zurzeit in der Erhebung und Analysephase und wir sind gerade erst daran, mal herauszufinden, was machen wir eigentlich schon und was können wir noch alles erreichen, was können wir noch alles tun. Sozusagen ist jetzt bei der Ist-Analyse. Richtig. Wo stehen wir gerade? Wisst ihr schon, wohin ihr wollt? Teilweise. Ich persönlich schon. In dem Vorstand. Bitte? In dem Vorstand. Nein.